wir kommen da oben hin. Da donnert es schon wieder draußen. Real life. Meine Güte, was für ein Poltern. Geh weg. Batman lässt wieder seine Schergen auf uns los. Nebelschwamm können wir mitnehmen. Machen wir auch. Sehr schön. Ah, hier haben wir auch noch ein bisschen was. Lecker Pilze. Lecker. Ja, Schimmel, ne? Schimmelpilze. Oh. Nom 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 nom. Ja. Jawohl. Noch ein bisschen mehr. Ich werde es mit Sicherheit hinterher alles brauchen. Wenn es auch nur ansatzweise so wie in Skyrim ist. Sollte ich wirklich nichts liegen lassen. Alter, wie viele kann man davon mitnehmen? Hier auch? Okay. Oh, wir müssen natürlich auch ein bisschen vorsichtig sein. Ich könnte hier um jede Ecke eine Gefahr lauern. Und da ich hier bis auf diese Ratten noch nicht gekämpft habe, weiß ich auch noch nicht genau, wie sich das alles hier... Also wie das alles hier mit dem Kampfsystem funktioniert, obwohl ich schon glaube, dass es sehr Skyrim-nah sein wird. Wo kommen wir denn hier hin? So ein bisschen Schimmelpilz hier. Alter, sieht das geil aus. Bestimmte Gebiete, Heilzauber und Heiltränke erhöhen euer Arkanistenfieber. Trinkt Ambrosia. Ah, verdammt. Habe ich nicht schnell genug gelesen. Euer Arkanistenfieber ist auf 0% gestiegen. Auf 2%. Naja, Fieber klingt jetzt erstmal nicht so gut. Rolle der Wohltat. Zauberbuch Erdung. Ambrosia. Zerstörtes Buch, zerstörtes Buch. Können wir nichts aktivieren. Können wir nichts mitnehmen. Ich glaube, wir dürfen uns hier nicht so lange aufhalten. Wir haben dieses Ambrosia gefunden. Ich schätze mal, das ist dafür da, dass wir dem Arkanistenfieber hier entgegenwirken können. Ich werde mal die Robe anziehen. Ba, 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 ba. Rüstung, das hat sogar Rüstung. Nice. Momentan habe ich zerschlissene Kleidung, was keine Rüstung hat. Ich habe aber auch Kleidung aufgesammelt von den zwei, die wir ausgenockt haben. Die habe ich lustigerweise nicht mehr dabei. Dann ziehen wir mal die alte Robe an. Wie sieht das aus? Sieht gut aus. Passt schon. Hauptsache ein bisschen Rüstung. Das kann nicht schaden. So, jetzt gucke ich mal, was für Bücherlein wir hier haben. Hier, Ambrosia. Verringert euer Arkanistenfieber um 20%. Sehr gut. Benutze ich noch nicht. Nebelschwamm. Rolle der Wohltat heilt euch um 35 Punkte Lebensenergie. Zauberbuch Erdung. Blitze, die 7 Punkte Blitzschaden und halb so viel Mana-Schaden pro Sekunde verursachen. Absorbiert 1 Punkt Mana vom Ziel. Zauber erlernt Rang 1. Nice. Dann rüsten wir das direkt mal aus. Wupp. Ja, bis jetzt ist es noch relativ unspannend hier. Keine Gegner. Bis auf die zwei groben Ratten am Anfang. Scheint mir aber eher wie die Ruhe vorm Sturm. Wir sind ja noch ganz am Anfang. In anderer benötigt ihr einen Schlafplatz, um zu rasten. Haltet also Ausschau nach Betten und besucht Tavernen. Ah, so ein bisschen Survival ist wohl also auch mit dabei. Huch. Skelett. Haben wir hier neben dem Skelett noch irgendwas? Ja, da liegt irgendwas. Ich brauche wohl... Ich sollte erstmal Luft holen. Ich weiß nämlich nicht, ob unsere Luft unendlich hält. Irgendwas liegt hier noch. Ich kann es nicht genau sehen. Es ist sehr dunkel hier.
Ich würde es aber schon gern mitnehmen. Genesungstrank, ranzig. Sehr schön. So, was haben wir denn hier noch? Ungenießbares Bier. Das kippen wir uns schon hinter die Binde, keine Sorge. Hier haben wir einen morschen Langbogen und alten Eisenpfeile. Ja, damit. Gut, legen wir uns mal hin. Ja, komm, machen wir mal so ein Mittagsschläfchen von 3-4 Stunden. Wupp. Das müsste reichen. Und einmal speichern, wenn wir schon mal dabei sind. Keine Gegner. Was haben wir da noch? Hängemoos. Her mit dem Hängemoos. Da oben haben wir, glaube ich, auch noch Hängemoos. Ohne Moos nichts los. Hahaha. So. Ja, sieht hier ein bisschen dwemerisch aus. Von den Ruinen her. Na. Dwemer sind natürlich ja kein Thema. Wir sind ja schließlich in Enderal und nicht in Himmelsrand. Verlassener Tempel. Mut rein da. Diese Maschine, warum wirkt sie so vertraut? Ich weiß nicht, warum sie vertraut wirkt. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das noch rausfinden werden. So. Haben wir hier noch irgendwas zu looten? Ich pack das jetzt mal weg hier. Bis jetzt sind ja keine Gegner hier aufgetaucht. Was? Eine Eispranke. Okay, nehmen wir mal mit. Kann nicht schaden. Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, bis jetzt bin ich von dieser Mod sagenhaft begeistert. Ich finde vor allen Dingen das Storytelling bis jetzt war großartig. So, wir müssen mal einen Weg nach unten finden. So. Vor allen Dingen das Storytelling gefiel mir bisher sehr gut. Ich finde es auch schön, der Protagonist hier selbst spricht zwar nicht, aber man sieht durchaus hier so ein paar kleine Texteinlagen, so ein paar Gedanken oder so ein bisschen Selbstgespräche mit ihm, sodass man auch die Gedanken des Protagonisten mal erfährt. Finde ich auch sehr schön. So, gut. Hier ist wohl nichts, aber wir könnten hier unten lang. Da hinten wäre.